Im idyllischen Tienrei, westlich des Flusses Maas in der Nähe von Limburg, befindet sich das Familienunternehmen De Zwaan. Ein Möbelunternehmen, das seit Jahrzehnten für sein handwerkliches Können, seine Flexibilität und seine Zuverlässigkeit bei den Kunden bekannt ist. Heute nimmt das renommierte Holzunternehmen eine große Fläche ein. Begonnen hat vor vielen Jahren alles noch sehr klein. Mein Vater ist damit begonnen. Mein Vater begann damit in einer Doppelgarage, die schnell zu klein wurde. Im Jahr 1984 zogen wir dann an diesen Standort. Daraus ist inzwischen ein großes Unternehmen mit 5000 Quadratmetern Fläche und 30 Mitarbeitern geworden. Im Jahr 2000 habe ich den Staffelstab übernommen, 2006 kam meine Frau dazu und in den letzten Jahren sind die Kinder dazugekommen, sodass sich das Unternehmen zu einem echten Familienunternehmen entwickelt hat. Ein Familienbetrieb, der sich mit der Zeit prächtig entwickelt hat und jede Menge Holz, vorwiegend Eiche, verarbeitet. Daraus werden unter anderem hochwertige Tischplatten hergestellt. Im Familienunternehmen wird Wert auf modernste Technik und präzise Arbeit gelegt. In unserer Möbelwerkstatt stellen wir derzeit viele Tischplatten und auch viele Schränke her. Und bei der Produktion all dieser Dinge fallen auch eine Menge Holzlocken, eine Menge Restmaterial an. Wir haben etwa 15 bis 20% Restmaterial. Früher wurde es immer in einen Container geblasen und entsorgt und das kostete immer eine Menge Geld. Dann begannen wir nach einer Lösung zu suchen, um den Reststofffluss auf eine vorteilhafte und ökologische Weise anders zu gestalten. Und da sind wir auf die Lösung gekommen, die Holzspäne zu Pellets zu pressen, zu einem hochwertigen Brennstoff. Und damit haben wir die Kosten für die Abfallentsorgung enorm gesenkt und können nun unsere eigene Fabrik mit unserem eigenen Restmaterial versorgen. Viel Abfallmaterial aus der Produktion, das man auch noch kostenpflichtig entsorgen musste. Eine Lösung musste her und die fand die Familie bei ECOKRAFT. Eine eigene Anlage, die aus diesem Restmaterial, das nur Kosten und Mühen verursachte, Pellets produziert. Diese sorgen jetzt für die Wärme im Unternehmen. In Plattling plante man eine maßgeschneiderte Anlage, um den baulichen Gegebenheiten in Holland gerecht zu werden. So entstand hier eine Anlage, die genau auf die Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten ist. Im Januar 2022 wurde die Pelletieranlage installiert, mit der wir nun 10 Tonnen pro Woche zu unserer vollen Zufriedenheit pressen. Immerhin spart man sich in dem Familienunternehmen nun die Entsorgungskosten für den Verschnitt und kann mit den Pellets sogar noch Geld verdienen. Dies ist auch die Generation, die dafür sensibilisiert werden muss, dass Holzreste nicht mehr weggeworfen, sondern zu Energiepellets recycelt werden sollten. Dadurch wurden wir auch unabhängig von unserem Energieversorger. Und so wird in dem niederländischen Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit eine noch größere Rolle spielen. Hochwertige Holzprodukte und der vermeintliche Abfall aus der Produktion wird zu Pellets verarbeitet, die dem Unternehmen und den Menschen vor Ort helfen, Energie zu sparen. Und ich bin stolz darauf, dass unser Unternehmen grün an die dritte Generation übergeben werden kann. Mit der Pelletieranlage von ECOKRAFT bieten sich so in vielen Unternehmen völlig neue Möglichkeiten, nicht nur Kosten zu sparen, sondern durch eine Weiterverarbeitung die Umwelt zu schonen und einen Zuverdienst zu generieren.